Hallo und herzlich willkommen bei Elden Ring Nummer 6. Ich habe jetzt geschafft, mir einen Timeslot quasi frei zu machen. Jetzt haben wir etwa 3 Stunden. Da können wir ein bisschen die Akademie noch erforschen und schauen, ob wir noch den Endboss dort finden. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen erkunden von der Welt und so. Vielleicht finden wir auch was Nettes und so. Wir werden es sehen. Dann nach dem Päuschen, nach den 3 Stunden, geht es dann heute Abend weiter mit dem nächsten Elden Ring Slot. Und dann werden wir mal das aufräumen, was wir dann übrig gelassen haben, ein bisschen. Mal schauen, was übrig bleibt. Ne? Okay, dann gehe ich mal wieder aufs Ingame und dann legen wir auch gleich los. So, wir haben ja letztens hier aufgehört. Akademie. Wir haben den Wolf gelegt, kurz vor Ende, und nochmal ein bisschen über die Dächer gehüpft und haben hier und da was gesammelt. Dann hatten wir so einen kleinen aggressiven Bogen, Armbrustschützen, mal die Leviten gelesen. Da war echt krass, muss man echt sagen. Das hat echt genervt. So, runter. So. Genau. Ja, und jetzt gucken wir mal. Also wir haben die Dächer noch nicht ganz fertig. Da waren Leiter, die halt noch hätten runtergehen können, was wir noch nicht gemacht haben. Das heißt, das machen wir jetzt. Das heißt, nochmal eine Runde über die Dächer, weil es Spaß macht. Wenn wir einfach durchrennen, haben wir ja letztens gesehen. Das habe ich ja im letzten Run gemacht gehabt. Wo ich dann diesen Putzel umgenatzt habe. Ja. Hui! Dass wir über die Dächer laufen und einfach springen können, das flasht mich immer noch. Und es springt. So, die müsst ihr auf jeden Fall machen, weil der wird mich sonst abschießen, wenn ich auf die Leiter gehe. Der Rest ist jetzt nicht mehr so drastisch. Wenn ich fast durchrenne. Irgendwo muss es auch so einen Weg innerhalb geben, weil wir hatten ja irgendwo hier so ein Dach irgendwo. Ah, genau, das da vorne, wo oben eine Leiche drauf liegt. Ich denke mal, die irgendwas mit der Glocke ist hier auch noch. Ja, mal schauen. Ah! So. Genau, da wollen wir irgendwann mal auch rauf, aber ich glaube, so schnell kommen wir da nicht hin. Ist jedenfalls nicht wie. So. Den auch weg. Schnell runter. So. Genau, und hier sind nämlich die Leiter, die wir jetzt auch nicht benutzt haben. Wir sind immer auf dieses Dach da direkt gesprungen. Und dann waren wir ja dieser die oberen Etage von dem einen Raum. So, schauen wir mal. Ah, hier geht es ein Durchgang. Schon mal nicht schlecht. Hier hinten geht es hier weiter. Nein. Okay, geht mal rein in die gute Stube. Hier regnet es richtig hässlich. So, haben wir denn hier Schönes? Dunkel Schmiedesteinscherbe. Oh, ich habe noch einen Krebs. Okay. Mehr hat sie nicht. Oh, verdammt, hätte man früher mal runtergehen können. Weiß man aber nie vorher. So, das heißt, die Halle ist unser einziger Weg. Okay, aber ich glaube, wir sind in dieser Eingangshalle da in der Akademie. Nur links lang gegangen bisher, aber nicht rechts. Also wahrscheinlich hat es da auch noch ein bisschen was. Wir mal schauen. Genau, gehen wir auch runter. Und wie immer muss ich sagen, hier kann jederzeit ein kleines Baby schreien und Katzen durchs Bild hören. Also nicht wundern. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür. Gerade ist auch die Kleine ein bisschen quengelig. Kann also schnell mal passieren.
hier nicht irgendwo ein anderer Typ nochmal? Naja, mal hier runter. Aha. Komischen Futzes, ah cool. Alter, na ja, fucking Magie. So. Frag mich gerade, wenn ich jetzt die Wolle benutze, müsste ich ja eigentlich runterspringen können, ohne wirklich Fallschaden zu bekommen. Verdammt. Aber okay, es hat gelangt, um den umzulegen. Und der Estus heilt uns ja fast vollständig. Von daher alles halb so wild. Aber ich hätte trotzdem eine elegantere Landung erwartet. Ah, okay, hier gibt es nur eine Leiche. Was zu sammeln. Ah, noch eine Leiche, um was zu sammeln. Okay. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir hier in der Akademie lang können. Hier war jetzt Bonfire das eine. Haben wir das schon aktiviert? Ah, nee, noch gar nicht. Okay, gut zu wissen. So. Aha. So, gab es draußen noch vielleicht einen anderen Weg? Weil oben geht es ja nicht lang. Nur ein bisschen Energie. Zap. Ach, habe ich das gar nicht ausgerüstet mehr wegen. Ah, das habe ich weggemacht wegen dem Feuerresistenz. Ich nehme einen Typi da. Okay, das erklärt's. Okay, okay. Dann nehmen wir hier ein bisschen. Weil hier ist dann nur Sackgasse. Was ich sagen kann. Ja, ein großer Lift. Aber unten gab es, glaube ich, auch nicht so viel. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen rum nochmal. Links. Schauen. Alter! Du mit deinen vier Armen, total widerlich. Ah, stimmt, das war ja hier diese komischen Mana-Sauger-Typis. Okay, fahr doch mal hier oben lang. Bin ich einfach letztens durchgelaufen. Ach, kann ja was werden. Ach, ich hab's geahnt. Die Energie hole ich mir ein bisschen zurück hier. Jetzt Gift drauf nehmen. Warum müsst ihr aus dem Gräbern da kommen, ey? Gnadenimitator. Wow, Alter. So. Ah.
so eine kleine Mistgeburt, ey. Ich meine, der Shortcut muss ja nicht umsonst aufgegangen sein da. Ich meine, irgendwo muss er hinführen, oder? Checken wir noch mal da oben die Lage. Ja, irgendwie finde ich es seltsam. So ein Shortcut gibt es einfach nicht aus Spaß. Ich kann man einfach einen Durchgang übersehen oder so. Überlangen können. Ah, der Typ, der steht wieder da. Boah, nee, den machen wir nicht noch mal. Einmal hat es gelangt. Der war nervig genug. Und weiter ging es da sowieso nicht. Die Dächer scheint es auch keinen Weg hier zu geben. Und drüben waren wir vor uns gerade. Treppe. Nee, also so, soweit ich jetzt sehen kann, ist hier oben nichts weiter. Kriegen wir noch mal tot. Ja, wenn man weiß, worauf man achten muss, dass es halt so oft hittet, dann ist ja gar nicht so schwer. Aber es geht uns prinzip. Aber hier hat echt nichts, ne? Ich weiß nicht. Das ist so. Das bringt uns absolut gar nichts. Hier hat es nichts drin. Es gab nur halt dieses komische Item, was wir da bekommen haben, aber großartig weiterhelfen tut es nicht. Guck mal, hier aus dem Fenster springen. Lohnt sich das? Nö, glaub nicht. Nee, also hier ist überall ziemlich doof. Ja, gehen wir mal den Weg draußen lang nochmal. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Da ist nix. So. Ah, nix da. Stirb. Ah, hier kommen 1 Million Viecher. Oh. Ja, muss ja sein. Ich hau dir in die Wand und du frisst mich. Sehr fair. Alter. Hört ihr mal auf, ihr seid so eklig. Ey. Find mal. Krieg wenigstens was zurück. Nö, kein Estus.
So, hier ist sauber. Der Hund ist eigentlich runtergefallen, aber ja. So. Zum Glück gibt es kein Estus. Hä? Bogenschütze eindeutig, aber was ist da hin? 1 Million Pfeile hängt da dran. Ich glaube, das ist doch nicht der gedachte Weg, aber egal. Naja, man hätte an der Seite runter springen sollen. Okay, kann man da wahrscheinlich schon. Ja. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ob es hier so viel haben wird, ist zweifelhaft. Es waren über 800 Schaden und der lebt immer noch. Ey. Okay, ah, da hinten rum, okay. Warum nicht, aber gut, alles weg. Was hier? Jetzt gab es hier noch ein paar von den großen Typis. Scheißköter! Kriegsasche Spektrallanze. Oh, klingt irgendwie cool. Sonst scheint es hier echt nicht so viel mehr zu haben. Komm her. Leben. Nicht verkehrt. So, haben wir ganz ordentlich aufgeräumt den Friedhof. 8000 Seelen. Trotzdem müssen wir irgendwo noch nicht gewesen sein, weil wir haben
auf jeden Fall mal letztens noch eine Tür gesehen, durch die wir nicht durchgekommen sind, weil die von der anderen Seite verschlossen war. Das heißt, irgendwo muss ein anderer Weg sein. Vielleicht nur über die Dächer woanders lang, weil da irgendwo hat es auch noch was. Auf jeden Fall. Da gehen wir nicht hin. Wir haben dafür kein Estus mehr. Gucken wir uns hier nochmal um. Ah, da unten liegt auch noch was. Okay. Ah, könnte man vielleicht. Anderen Seite. Ah, da hinten kann man vielleicht mal runter. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Checken wir gleich mal ab. Was so schönes? Ein Fragment und Erdblock. Ah, da können wir vielleicht den auf der anderen Seite runter. Ist da was Schönes. Und runter geht's. Wir werden nicht sterben. Seite können wir auf jeden Fall absteigen. Sehr gut. Tief könnte noch gehen können. Ja, es geht schon sehr, sehr tief, aber ich glaube, unten werden wir irgendwo rauskommen. Ah, neues Gefilde. Sehr gut, sehr gut. Jetzt zwar gern ein bisschen mehr Leben, mehr Estus, aber. Besser als nichts. Moment, können wir uns mit Angriffen regenerieren. Du tun nicht so, als wenn du tot wärst. Oh, verdammt, ey. Oh, muss ja sein. Aber wir wissen, wo wir hin können. Ein bisschen mehr zu erkunden, das ist schon mal ein Anfang. Ich glaube trotzdem nicht, dass es der Weg ist, den wir gehen müssen. So, ich tue nämlich jetzt mal. Ach, muss ja gar nicht ran, das ist zum Port. Ah, Schulklassenraum. Ich glaube, da kommen wir von hinten rum dahin. Das geht, glaube ich, kürzer. Da müssen wir nicht mehr diesen verdammten Friedhof lang gehen. Wo geht's da nochmal lang? Ah, sind wir doch perfekt, sind ja gerade da. Voll ausgestattet mit 8 Estus. Was will man mehr? Das ist Sparta! Puh. Und hüpf. Hui! Ah, da liegen unsere Seelen, sehe ich schon. Rechts können wir dann später auch noch lang, aber erstmal gehen wir links ins Rechen. Hui! Ich hab fast gedacht, wäre es für ein früher Sprung. Ihr seid echt tot. Ich glaube irgendwie den Frieden nicht. Jetzt auch so viele. In diese Richtung. Oh, es war so klar. Oh, wie gemein. Ja, friss mich auf. Nom nom nom. Puh. Wir müssen das nochmal rechnen. Was geht? Na gut.
Ja, da oben kommen wir vielleicht lang. Irgendwann, wenn wir da hinten rum lang gehen. Zuerst mal ein bisschen professioneller hier. Wo ich sagen muss, diese scheiß Gnomen, Goblin, Viecher da, die sind schon richtig hässlich mit ihrer Sichel, mit der Sense. Habe ich was um. Kann ich was herstellen? Habe ich Messerchen? Jetzt habe ich Messerchen, auf jeden Fall. Das ist. Wenn man ein paar Messerchen. Vielleicht können wir nämlich einen aus der Ferne pullen. So. Wir kontrolliert die ganze Sache. Die sind crazy. Alles ein bisschen kontrollierter, haben ein bisschen mehr Chance, das hier zu überleben. Irgendwo kam von sich auch gerade noch ein paar. Von denen, die ja gerade getötet hatten. Ah, da stehen sie doch auch schon auf. Asche der Flugmarionettensoldaten. Okay. Wenn es hier in Sichel sind, dann sind sie pervers. So. Einmal das. Weiter geht's. Ah, kann ich hier einfach nur wieder hoch? Der ziemlich lahm. Anscheinend. Schade. Das hat ja sehr viel Potenzial, was Cooles zu sein. Hui. Gibt es eine Zwischenstation? Wo, ich glaube nicht. Aber vielleicht kann man von da oben nach da unten drunter droppen. Vielleicht mit Rolle? Mal probieren. Inventar, da ist noch ein bisschen Wolle. Überleben wir vielleicht den Sturz? Da liegt auf jeden Fall was. Ach, sehr gut. Weg nach oben. Hier. Ah, das ist der Friedhof. Oder? War doch der Friedhof, glaube ich. Ja, man hätte von da an der Seite runter droppen können, dann war da gelandet. Geht irgendwas an. Ah, wir kriegen eine ganze Rüstungsset. Das ist natürlich geil. Mal schauen, wie schwer das wohl ist.
4,6 wiegt weniger als der Steinschädel. Schon mal nicht verkehrt. Aber ich komme auf jeden Fall damit auf schwere Last, oder? Und jetzt noch die Stulpen, die aber nicht besser sind. Hey, woher kommst du auf einmal? Ah, weil sie von oben runter gesprungen. Ja, die Beine bringen gar nichts. Das sind halt andere Resistenzen, aber ein physischer Schaden noch nicht so viel. Beinschutz der verdammten Gewicht 5,7 macht 7,8. Jetzt erst das Beispiel besser, spare ich sogar. Was haben wir da noch schönes? 2,9, 3,5. Also gewichtstechnisch zum Verteidigung ist natürlich die gar nicht mal so verkehrt. 2,6, 2,1. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Passt auch gut zur Rüstung. Wow, jetzt sehen wir sehr edel aus. Hey, Fashion Souls. Wie sie im Buch steht. So. Ah, jetzt fühle ich mich geschützt. Auf jeden Fall. Die Rolle ist auch gut noch. Ach, perfekt. Hat sich ja wirklich gelohnt. Ja, wenn sie... die Frage. Ah, genau. Ich muss jetzt hier rüber. Und dann sind wir wieder auf dem verdammten Friedhof. Hallo. Kannst mir nix. Ja, probier's. Ah, wir sind sogar gerade hier bei der Tür. Genau. Da rennen wir einfach durch. Nehme ich gerade den Aufzug. Seite sieht man nichts. Nix da, böser Fifi. Jo. Ja, diese Spitze auf dem Helm, die nicht mich ein bisschen an diesen Penetrator Demon da aus Demon's Souls hat irgendwie was. Seine Spitze war nur imposanter. Aber ansonsten. Same Vibes. So. Warte mal. Genau. Das hier war ja der, glaube ich, der reguläre Weg. Oh, wir haben was vergessen. Na gut, dass man hier auch lang geht. Guck mal. So. Ja, da liegt noch was. Ah, der hat gerade getötet. Okay. Das bringt mir gar nicht, wenn ich drauf gehe. Ne? Okay. Na gut, na gut, na gut. Ist du schönes noch Ruinenfragment. Okay. Ah, da kommt man auch noch nach. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Mal schauen. So, jetzt sind wir erstmal hier wieder in diesem Gebäude. Wie viel brauche ich für dieses nächste Level? 1800. Okay. Und 200. Und 600. 1800. Ich kann zoomen.
Stufenaufstieg. Was leveln wir denn Schönes? Ein bisschen mehr Stärke. 33. Ja, Stärke. Immer drauf auf Stärke. Also schön draufhauen. Sehr schön fancy Rüstung hier. Sehr schön. Und gratis vor allem. Guten Tag. Hier war glaubt's. Ah ne, hier war gar nichts. Aber hier Sackgasse. Ich dachte, hier wäre ein Durchgang. Okay, dann schauen wir mal weiter. So. Sneaken wir uns ran. Sneak, sneak, sneak. So, was ich eine Vermutung habe, wo wir vielleicht dann jetzt ein Item rankommen, was in dieser Höhle noch lag, ist, dass wir vielleicht da über diese Rüstung da oben rechts seit springen müssen. Oder irgendwie diese Tür da öffnen. Das haben wir auch noch nicht probiert, glaube ich. Weil wir waren immer hier voll im Stress wegen diesen drei Futzels hier. Vier Futzels sogar. Und dem Topf natürlich. Kaputt. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Was sind denn eigentlich für Scherben? Ganz ehrlich. Sind das Materialien? Menschenknochensplitter? Horn, 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 Horn. Lalala. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Okay, das sind halt. Was zum Herstellen. Okay, was kann man hier noch herstellen? Schönes. Wir können eingelegten Schildkrötenhals leer machen. Nochmal ein paar. Noch nicht ganz so viel. So, dann haben wir noch ein paar Töpfe, die wir voll machen können. Durch Vergiftung ist doof, dann vergiften wir uns selbst, wenn wir was benutzen. Das haben wir letztens mal probiert. Magietopf wäre gar nicht so schlimm. Ja, gleich mal so. Okay. Wir machen mal drei Stück davon. Öltopf. Trinke ihn dann Öl. Macht mehr Schaden dann auf jeden Fall für das Feuer. Zwei davon. Davon. Achso, ich habe nicht genug Schmetterlinge. Okay. Wird gewundert. Schriftstein. Was mehr Nachrichten aus anderen Welten. Aha. Seife. Bloß nicht fallen lassen. So. Dann schauen wir mal. Kurz die Ausdauerregeneration. Nutzen wir das mal. Nom nom nom. Lecker, lecker, lecker. Leuchten wir schön grün. Ah, die sind wieder auf ihre Posten gegangen. Das ist natürlich gut. Schlägst du mich mit einem Buch? Klopf, pack. Das gute Buch. Ja. Du willst auch Ärger hier, ha?
So, eben, wie wir gerade gesehen haben, wir haben noch eine Tür. Soweit ich weiß, sind sogar zwei Türen, die wir noch nicht geöffnet haben. Und dafür muss ich auch irgendwo was haben. Ah, ich habe eigentlich gehofft, dass man hier rauf irgendwie runterspringen kann. Anscheinend nicht. Okay. Oh, was haben wir hier? Ein Zaubermanschetten. So. Gut. So, hier haben wir unseren Wolf hier besiegt. So. Gibt es hier irgendwie am Rand noch was? Nee. Okay, jetzt schauen wir mal hier rechts dann. Ah, da kommen wir vielleicht irgendwo hin. Ah, ne. Eine Leiter. Hohoho, das sehe ich gern. Was hier alles versteckt ist manchmal. Eine wahre Freude. Hohoho. Kaputte Scheibe, nice. Da geht's dann nicht mehr weiter. Okay, dann ab in die Scheibe rein. Zap, zap. Okay. Oh, sehr cool. Ah, jetzt sind wir über dem Wolfsraum, okay. Was hast du da? Kristallknospe. Ah, dahin geht's weiter. Cool. Ja, es muss immer einen Weg irgendwo weitergeben. Das ist halt einfach so. Radagons Ikone. Aha. Das ist ein Key-Item vielleicht? Scheint nicht zu sein. Ist es vielleicht ein Artefakt oder sowas? So ein. Genau. Verkürzt die Zauberzeit. Naja, bringt uns jetzt nicht was. Wirklich viel. Goldene Rune. Ah, da hier waren wir schon mal. Oder? Glaub schon, ja. Ich glaube, hier hatten wir so einen gesprungenen Topf mal bekommen in der Ecke.
kleine Übel hier besiegt. Ist immer noch stutzig, dass ich nicht. Ah, das haben wir auch noch nicht probiert, darüber zu gehen. Stimmt. Über die Treppe. Das hatten wir ja überlegt gehabt. Dann habe ich ja gemeint gehabt, das ist ja wie bei Arno Londo. Wenn ich drauf keinen Bock habe, war sicher da irgendwo Silver Knights in Bögen. Er hat darauf schon Bock, das auszuprobieren. Aber wir müssen wahrscheinlich jetzt da lang. Okay, danke für. Was hat noch nicht? Nee, echt jetzt? Boah. Ah, da kommen mehrere Kugeln. Oh. Auf jeden Fall, wenn man da unten dann steht, muss man es gesehen haben, wo so eine Leiche liegt, im Alter. Also wie man genau da rankommt, also wir mal schauen, wenn ich irgendwie diesen Mechanismus hier aufgeschaltet habe. Wenn das geht. Na. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Okay. Jetzt ein Portal. Ja. Frage ist immer, soll man das immer gleich benutzen oder nicht? Fällt auch rein, ich habe ein Portal noch in dieser Untergrundwelt offen quasi. Ach, Ritter Moongun. Der hat meine Rüstung geklaut. Hat er gerade versucht, mich zu parieren. So macht man das hier. Was? Das war jetzt reiner Zufall. Alter, nein! Was? So viel macht er gar nicht. Was bist du für ein Vogel? Ach, ein komischer Vogel bist du. Ey. Das ist ja mal. Tja, da hast du kein Estus mehr. Alter! Stirb jetzt! Knappe Sache, aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Kleiner Ritterschild. Aha. Der passt natürlich dann super zu meinem Ausrüstungsset. Was kann der denn schön? Ist wahrscheinlich parieren. Schlag, kein Talent, okay. Und 15 Weisheit. Nö, 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 nö. Dafür, dass er nur zum Set passt, ne, lohnt es nicht. Boah, aber so wenig Leben noch. Dahinter gerade ein Bonfire. Das wäre ziemlich gut. Ah, ein Aufzug. Ah, vielleicht macht er einen Shortcut. Oder er geht hoch. Ah, vielleicht sind wir beim Glockenraum vielleicht gleich. Gut, auch nicht. Oh mein Gott. Ich habe so das böse Gefühl, wenn ich hier die Tür öffne, ist dann ein Bossfight. Okay, probieren wir es. Ja, sieht sehr nach Bossfight-Gebiet aus. Ich hab da ein bisschen Schiss jetzt gerade, ohne alles. Erkunden wir erstmal den Rest. Ist da vielleicht was drunter? Nö. Okay.
Das war das. Wo war das Bild weg? Die werden jetzt ja gerade aus dem Nichts einfach weg. Was geht? Also, okay, beim Stream ist es noch da. Irgendwie hat es dann mit dem Ausgang irgendwie war. Fernseher geht. Muss ich gleich mal schauen. Bin ich gerade safe? Wahrscheinlich. Ich guck mal kurz. Weil während eines Bossfights, ja, irgendwas ist da gerade irgendwie ein Problem. Kein Signal. Mal gucken. Kann ich wieder da sein? So, mal Däumchen drücken, dass es jetzt wieder geht. War auf einmal der Anfang. Jetzt auf gleich. Na, hoffen wir mal. Das ist kein Problem mehr gibt. So. Oh, Shortcut. Jawohl. Probe von Raya Lucaria. Cool. Kartenstiefel, ja, gut. Absaugen hier. Nehmen wir ein paar Seelen mit. Was ich jetzt noch vielleicht machen werde, ist jetzt, okay, das besiege ich jetzt nicht, da höre ich zu wenig Leben. Oh. Die Kugel kommt trotzdem. Hey. Ah, wir sehen. Gut. Genau, jetzt gehen wir mal hier durch dieses Portal. Einfach um zu schauen, was da passiert. Wo das ist. Jonia, das Seenland. Kirche der Gelübde. Hallo, fette Schildkröte. Wie geht's dir? You are tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin? This place. How it came to be known as the Church of Vows. Nö, erleuchte mich. Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows,
that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rhea Lucaria. Mm-hmm. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Ja, danke schön für seinen Unless Mut. Perhaps you are in search of instruction, in which case I will share all that I know. You wish to know more of Lord Radagon. Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Renala to return to the Erd Tree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Das ist ein schönes magische Schimmerklinge. Karia Großschwert. Ich beides nicht benutzen. Anfangen. Des Segens. You know, it's said that Lord Radagon harbored a secret. A famed sculptor of the Erd Tree capital was once summoned to render Lord Radagon's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radagon's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. Mm-hmm. You wish to know more of Lady Renala. She is queen, head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Rhea Lucaria, the great and beautiful Full Moon Witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her, and then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. In the end, Lady Renala was left alone, cradling the amber egg Lord Radagon bequeathed her. Now she devotes herself to it through forbidden rite, the grim art of reincarnation. You would do well to remember, severing a vow, strongest of bonds, has consequences ever more dire. You know, it's said that Lord Radagon harbored a secret. A famed sculptor of the Erd Tree capital was once summoned when he glimpsed the skeleton in Radagon's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret. Okay, das wird immer das Gleiche. Gut, dann schauen wir hier in die Truhe rein. Schauen wir, was da Leckeres drin ist. Goldene Nähnadel. Goldene Schnereiwerkzeuge. Okay. Da. Besondere Nähnadel für die Gewänder der Halbgötter. Ja? Will ich das ändern? Verkleidung der für Halbgötter an Orten der Gnade. Aha. Gibt es da ein spezielles Equip? Büßen. Auch keine Absolution. Ja, sehr gut. Ein braver Junge. Glaubt man zwar nicht, aber ist so. Jetzt dann eine Gnade. Perfekt. Bin ich jetzt eigentlich gelandet? Ah, da in der Ecke. Krass. Hm? Warum nicht? Wir haben sowieso den Shortcut aufgemacht.
Daher folgende Debatte, aber zurück. Dann können wir uns mal diesen großen Raum umsehen, den wir aufgemacht haben. Ob es wirklich ein Bossfight-Gebiet ist oder nicht. Ich nehme mal schon stark an. Ich würde auch gern hier, da. Oh, kann ich hier einfach runterspringen vielleicht? Okay, einfach, sag ich mal. Mit Watte. Also mit der Wolle. Wolle ist geil. Mit Wolle geht alles. Habe ich noch Wolle? Ja, eine Wolle. Wenn ich hier sterbe, ist nicht ganz so schlimm. Ist ja gerade beim Bonfire. Geronimo! Verdammt. Okay. Aber vielleicht gibt es da an diesem Weg das Seil irgendwas, wo ich da lang kann. So, aber das heißt, aha, da ist ein Balkon. Etwas. Ich komme nicht runter. Aha. Oh, verdammt, ich muss nicht da lang. Gut, na gut. Ja, eine Etage tief. Da unten drunter sein. Na gut, nee, gucken wir es mal anders mal an. Frage, soll ich noch die Seelen aufstocken soll für noch ein Level. Natürlich ist das Vieh hier perfekt. Es gibt ja da Brücken gegeben. Ey! Ey! Das ist ja hart. Hey, was soll das? Ich kann nicht trinken. Ich kann mich nicht wehren. Sonst geht's noch gut. Das letzte Mal ging die leicht. Also letztes Mal die Ziel gemacht. Ey, nee, was soll das denn? Hier, lass mich in Ruhe.
ein Drecksvieh, ey. Lass aus. Hey, letztes Mal, das ist nie gemacht und sie haben mich nie so erwischt. Was soll das? Shit. Ist immer zugemacht, wenn ich es einmal getroffen hatte. Gibt's immer Rache. Ja, so muss es doch gehen. So muss es sein. Der Rotz, den die gerade vor uns abgezogen hat, ey. Ja. Ja, gar nicht. Drei? Lang drei? Naja, drei. Das sollte lang. Bis noch ein Level. Und dann gehen wir mal hoch. Und schauen uns mal Situation da oben an. Stufenaufstieg. So. Nochmal eine Runde auf Stärke. 48 sind wir jetzt. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass wir erst einen Hauptboss da gelegt haben. Ja, blockier den Weg. Arschlau. Und voll machen. Lang. Oh, das ist ja sehr cool. Ist das die Tür zu dem einen Raum? Wo die ganzen vielen Magier sind. Ah, nee. Anderer Weg. Okay, okay. Ah, kann ich da oben mit Zinnen dieses scheiß Ding ausstellen? Dieses Portal? Wenn wir die Kugeln rauskommen. Nein! Zum Glück kein Fallschaden. So ein Kürbishelm. Ja.
war sehr dumm. Unten kann dir niemand helfen. Das war noch dümmer. Da kommen sie mich gar nicht mehr hoch. Ich in Ruhe Schauernack machen. Schimmersgrabes. So, so, was immer das heißt. Ah, hier komme ich wieder auf Dächer. Dächer. Fassaden klettern. Ach, sehr schön. So, was schauen wir erstmal? Was können wir hier noch machen? Hier kommen die Kugeln her. So, den habe ich einfach aus Prinzip gekillt. Hätte ich nicht machen brauchen, wenn wir über das Dach runter können. Ja, mal schauen. Goldene Rune. Ah, komme ich hier auf das Dach. Doch. Ne, gibt's nicht. Okidoki. So. Das heißt, jetzt dürfte es natürlich keine Kugeln mehr geben, theoretisch, oder? Ich habe die beiden Pixels. Okay, sieht gut aus. Können wir die Situation dann mal ganz entspannt anschauen. Also, ich komme hier nicht rüber. Da vorne sind Balkon, da kann man dann rauf. So. Muss also auf der Höhe von dem Ausgang sein. Das geht's nicht lang. Noch mal anschauen. So. Jetzt haben wir nur 5 Flasks, aber ich denke mal zum mal Boss reinschauen. Wenn da wirklich ein Boss ist, langt das? Bin zum Bein üben. Und mal schauen, was er so drauf hat. Hier ist nichts, ne? Sich lohnt. Das hier sieht nämlich aus nach Bibliothek und die Schildkröte hat ja gerade was zu einer Bibliothek gesagt, dass der eingesperrt ist, die Tante. Cutscene, und kommt's. Bisschen creepy hier. Hush, little Culver.
soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Okay. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn ich das jetzt hier mache. Eigentlich muss ich, sonst verschwindet es nicht weg. Ja, von oben eine Runde geflogen. Ja. Immer die mit dem Stink angreifen. Ah, okay. Makes sense. So, hier ist die Wirte. Ah, wo ist das? Okay, ich schon mit dem leuchtet drüber. Dahin. Nenn mich ein bisschen an die Diakone Dabgrund, was sagt so frei. Da war auch immer einer, der besessen wurde, dann den man angreifen musste. Hier ist es halt eh nichts, dass man erstmal die angreifen muss, damit der Schild weggeht. Ich weiß nicht, ob die noch eine zweite Phase hat oder ob das dann war. 3, 4. Sieht vielleicht nach zweite Phase aus hier. War nicht sonderlich schwer eigentlich. Also ja, mit 3 ist das weniger rein, aber. Ja, dieses komische Bernsteinei. Geht sicher gleich noch was. Ah, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Lass es nicht zu! Hört ihr was, ja? Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Uh-huh. Foul treasure.
send word far and wide. Oh. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moon. And the majesty of the night she conjureth. Na, oh, ist auf jeden Fall. Falle. Können wir vielleicht gebrauchen. Ablenkungsmanöver. Ja. Die ist jetzt Quali getötet, die Dumme. Los, Batz! Ach, jawoll. Komm, das war's jetzt, oder? Sehr schön. Nummer 2. Wir haben die Akademie bestanden. Nein, unseren Abschluss gemacht. Ja? Sehr gut. Sehr gut. Where did he flee, my sweetings? Come out. Du lebst noch? Whence he hide. There are books and light aplenty. Dither not. Come out, say I. Or will he be gravestones? Ah, das ist hier so ein Gebiet, wo man nicht angreifen kann. Ja. Ah, thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting? Reborn of my beloved egg? Aha. Das ist Wiedergeburt? Anpassung? Ah, guck mal, sein. Ja, okay, als Wiedergeburt kann man vielleicht seine Attribute neu verteilen vielleicht. Und Anpassung ist einfach sein Aussehen ändern. So was gab es auch schon mal in Dark Souls 3. In 2 gibt es das glaube ich auch. Mit 2 waren es diese Feuerhüterin, Teil 3 war das diese Rosaria, glaube ich, da in dieser einen Kathedrale. Ja. Daher, ja. Nicht schlecht. And I would birth thee as a sweeting, fair and fine. Sehr nett, danke fürs Angebot, aber ich brauche das nicht. Hier verschlossen, die Kiste ist verschlossen. Verarschen. Was Schönes, was interessant wäre. Aber ich muss sagen, first try, hä? Hätte ich nicht gedacht. War schnell durchschaut, wir haben die Qualle rechtzeitig gerufen, zur richtigen Phase, also sind wir glaube ich nicht verschwendet. Jetzt wäre es ein bisschen anders ausgegangen, aber ist nicht so passiert, von daher bin ich recht happy mit dem Ausgang.
So, mich nervt so, dass die Truhe nicht geöffnet werden kann. Schauen. Haben wir auch eine große Rune bekommen? Ja, ich habe so realisiert, was wir alles bekommen. Das kam alles so schnell. Also Elch oder Vollmondkönig, genau, das haben wir. Okay. Das ist die Seele von ihr. Gut. Und dann muss es ja, genau, die große Rune der Ungeborenen. Ermöglicht eine perfekte Wiedergeburt. Was immer das heißt. Dafür müssten wir erstmal die Rune jetzt aktivieren in einem Turm. Noch erstmal finden, kann man das hier so sehen, wo der Turm sein könnte. Vielleicht hier wäre das eine Möglichkeit. Markieren wir mal vorsichtshalber. Hier ist eine Burg. Genau. Das ist cool. Können wir auch mal reinschnuppern. Nach einem großen Gebäude aus. Ah, hier ist auch so, so ein komischer Punkt. Jetzt verbindet er sich auch der mit dem da oben. Das ist immer so ein Untergrundding ist. Wir werden sehen. So, viel können wir jetzt hier gerade spontan nicht machen. Wir können höchstens noch mal hier Hauptort Akademie gehen. Beziehungsweise Kirche des Kucks, ne. Hauptort Akademie, genau, gehen wir nochmal da rein. Gucken, ob es irgendwo noch einen anderen Weg gibt, damit wir noch ein paar Sachen looten können. Ah, da ist noch ein Bäumchen. Oh Mann. Sehr ungeschickt. Weil das Loch nicht gesehen. Wenn die Seelen einsammeln, bevor es jemand merkt. Ja. Ich wollte nur zu diesem Bäumchen, weil es sonst hier eine goldene Saat hat. So. Jetzt ist die Frage, kommen wir da runter ohne zu sterben? Mit dem Pferdchen vielleicht? Wir werden es vielleicht erfahren. Okay, anscheinend nicht. Jetzt ist es out of Bounce, quasi, dass man da immer stirbt. Die Kamera hat sich schon so hoch gedreht. Genau, ich habe ja hier die Marks gesetzt, eins ist da vorne. Ja, sieht nicht so aus wie so ein Ort für eine große Rune, sondern so die riesen, super riesen Türme.
nachdem wir durch das Tor sind. Also, den Weg sind wir gar nicht gelaufen. Oh, jetzt ein paar Wölfe. Mhm. Oh, jetzt ein Händler. Interessant, wie rum der hier reinkommt. Was denn du schönes? Du hast 3 Steinschwertschüttel, die brauche ich alle. Asche der Vampirwichter. Ah, sind diese kleinen Kobolde da. Verlorene Kriegsasche, das ist cool, da kann ich eins duplizieren. Handbuch von Fevor, was kann man? Schlafett, Knochenschlaffrei, Schlafett mit Kurbel. Opferzweig, ah, das ist mein Seelenbehält. Auge von Yuluk. Darstellung von Objekten. Es gibt nur einen Mal bei ihm. Warum nicht? Ich bin erst hier. War schon mal auf jeden Fall. Nehmen wir seinen Bauch gleich mit. Wo ist ein Kauf? Haben wir noch das da? Das lohnt. Have a safe. Ja, alles klar. So, wenn ich auch die benutze, dann kann ich vielleicht noch 2 Level machen. Dann haben wir sogar 50 sogar schon. Eins, nur, oh echt, 100. Okay. Na, krass, es gibt 1 Punkt und dann gibt es auf einmal 4 Punkte. Warum auch immer? Ich finde es cool. Voll belohnt. Haben wir nicht. Kleidung anpassen. Genau. Geändert. Wie wird die sind so? Das ist okay, ich bin jetzt neugierig. Was, wie sieht eine geänderte Rüstung aus zum Aussehen her? Da gebe ich jetzt gern mal hier das Bild aus. Und wir sehen, was es für einen Effekt hat. Oh, die waren größer als ich gedacht habe. Egal. Kleidung anpassen. Ah, sie wiegt weniger. Dann. Einiges. Doch ein bisschen weniger Werte. Mit so einem Resistenzen. Aber ich meine. Grundphysisch. Wäre es nicht so anders. Na, jetzt kann ich die AKW jetzt erneuern, wenn ich will. Naja, haben wir es ein bisschen leichter gemacht. Brauche auch nicht. So. Ah, ich habe diesen Umhang nicht mehr. Okay. Da waren irgendwie so 2 Futzels dran. Nimm mir hergut. Sind. Das ist
Die waren eh nur im Weg beim Kämpfen. Dauernd drin verheddert. So. Jetzt wollen wir schauen. Irgendwie waren wir noch nicht überall bei der Akademie, weil sonst hätten wir alle Items. Mal rasten.
took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms, then. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Greetings. Are you here for spirit tuning? Ah, you appear to be doing well. Well then. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. I'll take it off your hands. Golden or my doubts. Only once before have I seen two great runes together. Look there! The fingers shudder with exuberance. Fine work, brave Tarnished. The Greater Will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree. And an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do, young Gideon. Take this, a token of farewell. Thank you.
is it? The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did? I can scarcely believe it myself. Do they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. It's on Mount Gelmir. That's where they hide. Just you wait. The tale of House Hoslow is... You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Well, I see you found another great rune. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Laendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished. And we must answer the call of grace. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you, despite her looks, she is more than capable in the press of battle. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. It's about time I headed off. I'll see you again.
Oh Mann, Mann, Mann. Alles umsonst. Beziehungsweise ja, wenn sind wir jetzt nicht nahe dran, aber das war trotzdem sehr mühsam. Leicht oder auch eher weniger. Das ist ein cooles Monster. Fällt runter. Noch eins. Blub. Was war das? Knochenpfeil, ne, bringt mir ja nichts. Also Wurfen durch ein Messer, bla bla bla. Wurfpfeile, genau. Ich habe noch ein paar normale. Ah, ich habe auch so Kristallwurfpfeile. Andere habe ich gar nicht mehr. Naja, dann ja. Weil sie aus Kristall hier halten. Mal schauen, ob ich die überraschen kann. Truller. Mein Gott, scheiß Geister. Denk mal, das Ziel jetzt noch für diese Session jetzt ist, diese Trolle auf jeden Fall mal besiegen und noch vielleicht die große Rune da aktivieren. Ich denke mal, das wäre auf jeden Fall ein gutes Ende für diesen Tag. Ich meine, wir haben jetzt einen Hauptboss besiegt und eine inaktive Rune bekommen. Ist ja schon mal viel wert. Ah, wir haben auch gar nicht die Boss-Dealer eingelöst bei der alten Oma. Das machen wir vielleicht das nächste Mal. Überraschen lassen, was es gibt. So, schicken wir gleich mal den Lift runter. Ich merke es auf dem Warten dauert nicht. Für die Bus. So, ganz um die kümmern. So. Hahaha, knapp. Thank you.
Ja, wenn ich nicht aggressiv bin, komme ich nicht. Feige Socke, ey. Passt auf. Jetzt habe ich hier nichts gedacht, Estus. Das hat mir vorhin auch nichts gebracht, in ein, zwei, wo ich noch hatte, aber... Ein Schimmerstollenstoff. Okay, können jetzt theoretisch weitergehen, aber die muss sterben, eindeutig. Wo ist sie denn hin? Ah, die ist eine Etage höher, abgedüst. Okay. Oh, ich sehe, es kommt jetzt aus dem ganzen Turm, ey. Wie kommst du her? Wo soll ich zu dir? Zu mir oder zu dir? Die einfach weggeportet. Was ist das für eine Trulla, ey? Oh, ein Hit, ey. Komm, Wurfmesserchen.
Stirb, Alter, ey. Anstrengender geht es nicht mehr. Ein sehr geduldiger Mensch, aber das war too much. Ist runtergesprungen. Blitzsamtalsmann. Okay. Muss ich jetzt irgendwie das Ding runterlassen? Nee. Wie? Hast du übersehen, dass ich die alte Trolle verfolgt habe? Ich meine, ich habe ein Dings gesehen. Die Leiter, aber. Die Treppe runter bekommen sollen. Schauen wir mal rum, vielleicht ist irgendwo ein Hebel. Irgendwas muss es ja geben. Kann hier einfach Sackgasse sein. Nö, geht direkt zur Leiter. Die Kronleuchter schließe ich ja auch aus. Irgendwo, weil ich auf diesem unteren Gebälk irgendwo vielleicht einen Hebel, der ich nicht gesehen habe. Schauen. Ein Durchgang. Was muss es hier geben? Wusch. Ratte, ey. So. Okay. So, was muss ich jetzt auch gerade mal hier abchecken.
Weil irgendwo muss es ja weitergehen. Denken wir uns den Eckdinger nicht, aber die eine Wand war gerade ideal dafür. Sowas. Also die Kronleuchter, wir können auf jeden Fall landen. Ob mir das was bringt. Komisch. Das sieht auch komisch aus. Das ist etwas da. Wenn da was sich festgehangen hätte. Einen Bogen hätte ich drauf schießen, aber oder es ist eine Leiche, die sich aber da festgeklammert hat. Ich meine, ich kann hier mal auf die Kronleuchter drauf springen, aber ich glaube nicht, dass es das bringt. So, jetzt bin ich ziemlich im Arsch, weil jetzt komme ich nicht mehr weiter. Vielleicht kann ich darauf springen, aber ich glaube ja, ich sterbe. Dann sind es 11.000. Dann muss ich einfach nochmal runterspringen und dann einfach dann von dort aus. Oh, überlebt, ach krass. Nicht gedacht. Na gut. Also ich brauche irgendwo hier so einen Hebel, damit das Ding runterlässt wahrscheinlich. Diese komischen Schmubbelviecher da sind auch sehr hässlich.
weiß ich nicht. Etwas gehört auf dieses Podest. Aha. Okay. Aber anscheinend habe ich das noch nicht, was auf dieses Podest gehört. Okay. Das heißt, das tut vielleicht dann dieses Ding runterlassen dann. Na gut. Werden wir anders mal wiederkommen. So, wir haben jetzt ziemlich viele Seelen. Noch ein paar müssen wir noch nutzen. Haben wir noch ein paar? Wie viel brauchen wir noch? 2300. Vielleicht nicht lang. Also, damit wir darüber kommen, muss auf jeden Fall dieses komische Item finden. Boah, geht da gar nichts. So, das heißt, vielleicht noch da schauen gehen. Was denn da ist? Das ist von hier aus. Wo ich noch einfach hier rausgehen, einfach da rausreiten, das muss gehen. Alter.
komisch auf die Kiste. Das sieht aus wie so ein Lift. Wieder so, so eine Liftkammer. Die nach weit, weit, weit unten führt. Ach mein Alter. Das ist Fairplay hier. Ah, jetzt ist die Tür offen. Das war der Torwächter. Brunnen an der Einsel. Aha. Wird es wieder so ein ewig langer Fahrstuhltrip ohne Musik? Oh, jawohl. Noch tiefer. Oh ja. Wie tief kommst du noch? So. Ist nicht aber nicht ganz so tief wie der andere, habe ich so das Gefühl. Aber wesentlich tiefer. Ja, fast eine halbe Stunde gebraucht, nur unten mal. Das war abgecheckt. Da haben auch sogar genug Seele, um Level abzumachen. Das ist sehr gut. Stufenaufstieg. Zwei Punkte drauf. Sehr schön, sehr schön. Sehr seltsam aus. Ich werde sie mal vorfühlen. Sieht sehr nee, ist ein Riesenameisen, okay. Das ist ja ein Spinnen, aber nee, sieht ja nach Ameisen aus. Ja, lass dich fallen. Komm mal her. Komm, komm, komm. Auf jeden Fall eine Ameise. Okay. Machbar. Auf jeden Fall machbar. Oh, es sind gleich zwei, also jetzt ist jetzt aber bunt. So, was habt ihr denn schönes bewacht? Ein Gnadenimitator? Noch eine Ameise. Oh, haha. Denkst du echt, ich fall darauf rein? Ja. Das liegt aus 10 Metern Entfernung. Ja, die ist nicht ganz hinterhältig. Ja,
greift es einfach von hinten an. Wenn ich zur Party eingeladen bin. Aber auch hier. Was habt ihr für Manieren? Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Hier. Schmiedestein 3 mal 1. Ich brauche noch ein paar. Ich glaube, ich brauche noch 6 Stück. Aber dann könnte ich hier meine Waffe auf 9 upgraden. Ein paar 5, ne, ein paar 4 habe ich auch schon. Das heißt, ich könnte sie gerade weiter upgraden auf 10. Oder 11. Yam yam. Stein 3. Gut. Alles Eier. Wahrscheinlich die Königin. Irgendwie sowas. Spaß. Ich fand die fette Eiersack. Eine goldene Rune 10 und ein Runenbuch. Ah, okay. Ich kann sie alle von da oben irgendwie. Oh, alles klar. Ameisenhöhle. So, so, so. Das war was anderes als Spinnen. Spinnen sind ja langweilig mittlerweile. Das ist immer benutzt. Was tut nichts? Das sind hier so komische Tonmenschen. Was hast du hier? Schmiedestein 4, sehr schön. Dankeschön. Ui, und Turmbaum. Himmelstau. Ah, ich habe ja dieses komische Dings bekommen. Ja, ich noch schauen zum Himmelstau. Versteckt die FP-Regeneration von Himmelstränen. Nee. Himmelstau ist sicher ein Consumable, was man hier FP auffüllt, vielleicht einmal. Das ist ein Consumable. Nicht Consumable, sondern zu craften nicht, nein. Ah, Himmelstau, Schlüssel für die Absolution der Kirche der Gelübde. Ah, da brauche ich ja nicht, habe ja keine Sünden begangen. Daher, okay. Ihr könnt rollen wie diese Ziegen, auch wie süß. Sehr herzlich. Ah, Geronimo, komm weg. Ich kann hier beschwören. Aber ich glaube nur die Achso, ich habe nicht genug FP übrig. Oh mein Gott. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja, ja. Ah. Goldene Rune 1. Dafür habe ich mein Leben gesichert. Oh mein Gott. Sorry, Quali, dass ich dich opfern muss, aber. Ah, du hast dich gefordert, ja, schlaue Quali. Wow! Drei auf einmal! Quali hat es auch erwischt. Ach, mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
Dann würde ich sagen, das war's für diese Session. Es geht dann weiter um etwa 19 Uhr wieder. Wie sonst auch. Wir haben heute eigentlich, wir haben bis jetzt schon wieder sehr viel geschafft. Also ich meine, wir haben die Akademie durch. Wir haben jetzt diese schöne Höhle gefunden. Mit den Ameisen und den Tonschlamm, keine Ahnung was, Menschen. Wir haben jetzt noch hier einen Alternativweg vom Anfang aus, den wir jetzt mal gucken werden, wo der lang führt. Also ansonsten, ja, da geht es dann, denke ich mal, hier weiter. Und wir erkunden das Untergrundgewölbe hier nochmal ein bisschen. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir noch ein paar Orte entdecken und sonst was. Also bis jetzt habe ich nichts Festes jetzt im Kopf, wo wir jetzt hingehen könnten. Es gibt eh sehr viele offene Baustellen bei dem Spiel generell. Man kann überall ja hingehen. Also von daher, was wir auch machen, wir machen sicher das Falsche. Von daher, egal. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns später und ja, wenn nicht, dann noch einen schönen Abend. Ciao.